Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei den Simsalabim. Oh, ja, ich bin auch ganz elektrisiert. Willkommen zurück bei den Sims. Es ist sehr laut hier gerade. Die neuen Kopfhörer machen alles sehr laut. Das macht aber gar nichts. Ich hoffe, ich schreie deswegen nicht. Und, ja, ist ja gut. Hellfoy Defosi hilft dir jetzt auch nicht, denn wir gehen in die Galerie. Wir sind abermals im Titelspiel. Hier so ein Titelbild. Oh, guck mal hier, Gronkh. Oh, Gronkh ist in den Text. In den offiziellen Text. Das ist aber echt krass. Bei Sims 4 in den offiziellen Text zu sein, ist schon, das ist, heftig. So, Creator kommt Tränenmond. Favorisiert. Das war voll das hässliche Haus. Favorisiert das doch nicht. Das war voll kacki. Da habe ich 20 Minuten einfach so ein Häuschen, als ich die Funktionen geübt habe und so. So, jedenfalls, Community. Liebe Community, es ist wieder soweit. Weißt du was, ich suche jetzt einfach mal, wenn ich nach Hashtag Gronkh suche, Objektname Hashtag, da suche ich jetzt auch mal. Einfach nur mal just for fun gucken, was es da alles gibt. Alter, boah, was ist das denn? Ah, I'm the only gay in the village. Ich bin der einzige Schwule hier im Dorf. Ach, wie geil. Und, tatsächlich größtenteils Schlömpels. Der sieht aus wie ich, ich weiß es gar nicht. Größtenteils Schlömpels, die Daylight-Oma. Ich guck nochmal ganz kurz durch. Ich guck nur ganz kurz durch. Wir machen auch bald wieder doch ein paar eigene Sims hier und da. Aber von den bestehenden Grey Grey? Der sieht aus wie Randy Marsh auf der anderen Seite. Von den bestehenden, von den jetzigen Schlömpels, die es sowieso schon gibt, machen wir natürlich die Community-Sachen, aber ein oder zwei andere eigene Sims lässt man sich natürlich nicht nehmen. Muss man ja auch mal dazu sagen. So, Grey Grey, es gibt eine ganze Menge, was wir hier haben. Ach hier, Sabrina Van Damme, heißt Van Damme. Ach ja, das Sabrinchen. Schnuckimund Schlömpel, stimmt ja, die gab es ja auch noch. Ach ja, Sabrina Van Damme, sehr tough. Ich scroll hier mal ein bisschen durch. Hä, irgendwie wiederholen die sich hier gerade, kann das sein? Die Sortierung ist irgendwie komisch. Schon wieder? Das ist doch der gleiche. Oder derselbe sogar. Das ist sehr merkwürdig. Da ist doch ein Fehler in der Matrix. Ich guck mal Favoriten alle, Downloads alle. Ich guck mal nach Downloads alle. Vielleicht haben wir da mehr Glück mit der Sortierung. Alter, hör auf, ey, hör auf. Und die haben sich alle runtergeladen? Ich verstehe. Gronkh und Sarrazar. Ach Mensch, das finde ich ganz cool. Müsste ich eigentlich auch bald mal einziehen lassen. Gronkh, Sarrazar und Rumpi, aber die beiden haben natürlich, guck mal, das sieht man schon auf dem Bild ganz gut, die beiden wohnen natürlich nicht nur beisammen, sondern auch ganz nah aneinander. Die haben so eine 2-Quadratmeter Wohnung, da müssen sie sich immer aneinander reiben, damit es im Winter warm wird. The Mansion. Ach, wie cool ist das denn? Da guck ich mal ganz kurz rein. Nur mal so spaßeshalber. Okay, ist eine andere Mansion als die Mansion. Tobi! Das ist doch der Tobi! Und das hier, das sieht aus wie der Heideltraut. Ach, wie lustig. Ist das Currywurst? Ist das Currywurst? Ich weiß es gar nicht. Nee, das ist Payset, wie es aussieht. Hier ist die Pandoria. Das ist der Sari. Ja, ich versuche so ein bisschen dahinter zu steigen. Das muss der Curry sein. 100 Pro ist das der Curry. Das ist gar nicht der Dennis. Das ist der Curry. Wer ist denn der Dennis? Weiß ich gar nicht. Ach, die ist ja cool. Die Linkenius. Das hier ist mein hexenartiges Wesen für Gronkh. Vielleicht findet es ja bei ihm ein Zuhause. Gronkh, Schlümpel, Gregory. Alter, die sieht ja auch fies aus. Alter. Ich mach da mal ein Favo. Ich setz dir mal ein Favo-Ding, ne? So. The Forest Cannibals. Ach, die Kannibalen aus dem Wald. Die hat da noch was an. Das kann gar nicht sein. Die stecken einem doch die Nippel alle ins Gesicht. Ob es Schlümpel? Ja, schon. Ist hier aber eine Spur zu cool. Muss ich mal gucken. Der Oppis trägt ja gerne sehr feminine Sachen. Ich scroll hier nochmal durch. Ich suche nämlich ganz kurz. Ich suche eine gleiche Seele. Oh ja. Ich suche, damit ich mich nicht mehr quäle. Aha.
Und wenn die Suche auch lange dauert, am Ende bist du da. Ich hab mich gerne dafür ausgepowert. Yeah. Ja, wen suche ich? Ich weiß es ja selber nicht. Natürlich weiß ich wen. Aber ich glaube, ich muss spezifischer suchen. Pass auf, ich suche mal ein bisschen Korb. Korb? Wer ist denn Korb? So, ich suche mal ganz kurz. Hallo? Ich dachte gerade, der Sari hat einen Penis hier auf dem Shirt. Hätte ja sein können. Die trägt er mal drunter. So, pass auf. Ich suche mal. Das sind auch immer die gleichen hier. Aktuell. Ich gucke jetzt mal nach aktuell. Das kann auch gar nicht sein. Seelenfrost. Ach, die Seelenfrost. Boah, die sah so fies aus. Ich kann die gar nicht so fies machen. Da brauche ich Add-ons, um die... Gronkho, so sehe ich aus. Naja, schon ein bisschen, ne, oder? So. Stacia. Rock. Das ist so eine Hose. Junges Fräulein, so gehst du mir aber nicht auf die Straße. Deine halbe Vagina hängt aus der Hose. YouTuber und ich, die Anti-Heldin. Warum stehst du so daneben? Musst du doch gar nicht. Komm doch näher ran. So, ich guck trotzdem mal weiter. Ja, Schlümpel, Pömpel, Prümpel, Pömpel. Hier haben wir schon, wir haben ja schon ein paar Kunibärts. Von der Celine, der sieht schon ganz gut aus. Ich suche natürlich den Kuni, ne? Den Kuni-Muni. Der Kuni, der zu den Sternen flog, aber irgendwie nie wieder zurückkam, so richtig, ne? Verstehst du? Ey, der hat voll den Space-Trip hinter sich, ne? Der hatte damals... Warum rede ich eigentlich in der dritten Person von mir? Wahrscheinlich, weil ich so oft neben mir stehe, verstehst du? Nee, der damals hat er ja die Frikadella im Studentenwohnheim gebumst. So. Und sie war quasi sein Wohnheim. Er wohnte fast schon in ihr, so oft haben die beigeschlafen. Also er natürlich. Ich erzähle da gerade von einem alten Freund, der ich war. Damals, bevor ich diese Experience hatte, die mich zu mich machte. Verstehst du? Und hat er die Fricker zweimal so ein bisschen angenagelt, also angeschwängert, möchte ich sagen. Und da kamen dann so Dinge raus, die dann Kinder waren, verstehst du? Okay, pass auf, ich suche mal ganz kurz nach, nicht nach Hashtag, sondern nach Objektname, suche ich mal ganz kurz jetzt nach Kunibert. So, wollte ich mal ein bisschen durchscrollen. Ich gucke ab und zu mal durch die ganzen Gronk-Sachen, die mit Hashtag Gronk gemacht sind. Da gucke ich mal ab und zu durch. Einfach nur, um zu schauen. Und Kunibärts haben wir ganz viele, verstehst du? Ey, da sind so viele. Ey, Kunibert Knall. Ja, Mann, das war ein richtiger Überknall. Ein Overboom, wie wir Space-Piraten so sagen. Ich kann es überhaupt nicht aufrechterhalten. Ich glaube, der von Yugo Mario sieht auch gut aus. Oder der von Yugo Mario. Was sind das hier für ein Dingens eigentlich? Was heißt denn ditte hier? Ditte hier, was heißt denn das? Ich glaube, den möchte ich mir, glaube ich, importen. Den möchte ich mir importen? Was heißt denn das? Dieses Galerieobjekt wurde mit gekauften, kostenlosen oder Angebotsinhalten erstellt, die du möglicherweise nicht besitzt. Ey, wie kann ich denn was nicht besitzen? Ich hab doch den Partykracher. Ich bin der Partykracher. Ohne mich keine Party, mein Lieber. So, Favo, klein Favo. Ja, ich hör schon auf. Und natürlich in der Bibliothek speichern. So, Kommentare? Nix. Pass auf. Erster. Lol. So. Ja, muss auch mal sein. Okay, den haben wir dann. Der sieht natürlich auch ganz gut aus, aber ich glaube, der ist noch eine Spur, weil die Drogen. Andererseits, der Kuni ist viel auf Reisen. Naja, der sieht mehr ein bisschen aus wie Dirk Bach. Der gute Kunibert, die Nase war ein kleines Drama. Ein kleines Drama. So. Sieht schon gut aus, aber ich glaube, der ist noch eine Spur, oder? So. Ja, das ist ja nicht Kunibert. Das ist ja, wie heißt der nochmal? Geralt. Kennt ihr mal einen Geralt? Ich bin der Geralt. Ich beziehe monatliches Gehalt. Was? So, Kunibert hatte aber noch einen Kollegen dabei. Es wird schwierig. Oh, jetzt wird es aber schwierig. Bei dem... Was ist das denn hier?
So ein türkischer Aushilfs-Adolf. Sieht aus wie Hussein. Fällt mir jetzt auf. Adolf Hitler und Eva Braun. Was ist denn da passiert? Hat gut gegessen wahrscheinlich. Adolf Schlümpel, tatsächlich. Alter, was ist das denn? Boah. Den traue ich mir schon gar nicht hin zu importieren. So, Miss Freaky Star. Kommt mir sehr bekannt vor. Sieht sich schon sehr ähnlich. Aber er ist natürlich zu elegant. Ach Mensch, guck mal. Aber er ist so elegant gekleidet. Adolf Schlümpel? Das sieht aus wie Super Mario, die frühen Jahre. Ich klicke mal wieder auf Mrs. Freaky Star. Verführerisch. Der ist super gut gelungen. Das finde ich aber auch. Da muss ich aber... Huch! Ah, jetzt habe ich, ne? Jetzt habe ich. Habe ich Favo, ne? Habe ich Favo. Okay. Ach, hätte ich ja gleich bei Kudibert auch machen können. So, ersetzen. Ja, wird ersetzt. Rockzock. Rockzock. 1, 2, 3. Fütti, fütti. Der Übermensch. Adolf, der Disney-Film. Ich weiß nicht, wo kommen all die Tiere her? Das wäre schön. The Musical. Kiss the girl. Ja, you wanna kiss the girl. Da. Kiss the girl. Ja, da lacht sogar der Adi. Alter Faddy. So, da gucken wir mal. Haushalt speichern. Nein, noch nicht. Wir gehen wieder in die Galleria. So, und der Vater wohnte ja mit ihm zusammen, wenn ich mich recht entsinne. Ich gehe mal in meine Bibliothek. Meine Bibliothek. Oh Mist, da offenbart sich ja schon was. Kuni, du alter Jugendsünder, so rum. Möchte ich gerne in den Haushalt verbinden. Die Schnuckimund, ich weiß nicht, was die Schnuckimund... Die Schnuckimund macht momentan Auslandssilvester. Ein Auslandssemester, denn ich weiß momentan noch nicht genau, was ich mit dir anfangen will. So. Ist ja ein sehr kleiner Mann. Ah, das geht schon. Das geht schon. Ich dachte, ich mache sie jetzt mal schmächtig. Okay. Die Hose vielleicht... So schwarz oder ich weiß es gar nicht. Ich lasse den einfach mal so. Die Schuhe könnten tatsächlich noch ein bisschen, ich weiß nicht, ob wir da was Besseres haben. Wie ist das, wenn ich diese nehme? Man sieht ja nicht, dass es... Nee, das sieht zu Cowboy-mäßig aus. Vielleicht sowas hier? Diese hohen Absätze, wobei das passt natürlich. Hohe Absätze für den kleinen Mann. Hier, das sind die typischen... Der tritt jetzt auf Kindergeburtstagen auf. Der hat sich damals im Bunker gar nicht erschossen, sondern der hat überlebt und tritt jetzt auf Kindergeburtstagen auf, und damit er sich mit Eiern bewerfen lässt. Für ein Zwanni. So. Ich glaube, ich nehme mal die, ne? Sieht so ein bisschen noch rucki-zucki aus. So, Staatsfeind. Wie gut. Niederträchtig. Hitzkopf. Gemein. Böse. Ja, muss ich nichts mehr machen. Ich schaue nochmal ganz kurz die Gangart. Standard. Der muss doch so, oder? Nee. Strammer Gang. Da muss auf jeden Fall ein strammer Gang ran. Würde ich behaupten. Konnte man früher nie machen. So, wie sieht's denn aus? Was für ein Stimmchen hat der gute Mann? Entschuldigung, der gute Mann, das ist mir rausgerutscht. Der verachtenswerte Bruder, Ehemann. Ich glaube, Teenager, junger Erwachsener. Oh oh. Wo ist der Bart hin? Ja, leck mich doch am Arsch. Okay, ich geh nochmal, ich importiere den einfach normal. Ich mach den... Ich hoffe, es geht.
Also Adolf Schlömpel. Ersetzen. Kann man eigentlich auch, man kann ja auch 10 importieren. Ich mache die Schultern trotzdem ein bisschen. So. Man kann ja auch 10 mal den gleichen Sim in einer Dingens importieren. Das wäre dann so Army of Clones oder sowas. Verbinden. Das Problem ist mit Kuni ist aber, was ist denn, wenn er jetzt ein Erwachsener ist? Ich bin so erwachsen, aber mache gern Faxen. Ich esse gern Schweinehaxen. Und bevor ich fertig bin, tue ich lieber relaxen. Nee. Der ist ja mal so ein bisschen auf Drogen. Stolzer Gang. Huch, hallo? Ja, das passt schon eher. Der ist ja immer so ein bisschen aufge... ne? Und so, und der ist ja so ein bisschen... Bleib mal ein bisschen alternative, ne? Du musst ja auch mal gucken. Check mal die Relationship mit der Nature, Alter. So. Okay. Stimme? Schlopajelja. Ain't you say? Ja, ich glaube, das passt. Okay. Kann er der Vater sein? Der Sohn? Ach, Adolf ist sein Sohn. Okay, dann passt es ja. Ich dachte gerade, er ist sein Sohn. Das wäre ja schräg. Wieso kann ein junger Erwachsener, ach Teenager, wieso können Teenager keine Bärte haben? Also was ist das denn hier für eine, das ist ja so Standardgangart. Der kriegt ja auf jeden Fall wieder den hier. Da, das muss erledigt werden. Okay, ich glaube, ich speichere die jetzt einfach mal oder ich lasse die einziehen. Hier, lalala. Klicke das Häkchen, ich speichere die mal. Die sind jetzt auch die Schlömpels, natürlich, ne? Also wer das mitbekommen hat, natürlich, oder wer es... Vielleicht weiß es auch der ein oder andere nicht. Machen wir ganz kurz hier. Oh Mist, das ging gerade ganz gut eigentlich. Oho. Das kriegen wir schon noch hin. Sekunde, Porträt zufällig wählen. Ja, komm, machen wir das. So, speichern und spielen. Jetzt ist die Frage natürlich, wo lassen wir die beiden einziehen? Ach, wir sind ja hier am falschen... Hier sind alle ausgezogen, ne? Genau. So, wir haben 2 Haushalte besetzt. Hä, warum denn 2? Was ist denn da los? Ist ja komisch. Hier wohnt Frikadella. Mit Kindern. Und jetzt ihr Ex-Mann mit einem Kind. Der hat wenigstens das Sorgerecht für den einer streiten können. Der wollte gar nicht. Der wollte gar nicht, aber Adolf wollte einfach weg. Der will ja immer in die große weite Welt hinaus, ist dann 2 Häuser weitergezogen. So, die Familie Schlömpel-Haushalt zieht um. Einfach weil das schon ein Haus ist, sonst müssten wir hier neu anfangen. Verbleibendes Budget 3500. Option wählen, möbliert, nicht möbliert. Ich mache mal erstmal möbliert. So. Und schon ziehen die Herren um. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Kiss a girl. Ach, mit Space kann ich durchwechseln. Das ist ganz gut. Ich wollte eigentlich gerade... Ja, das Haus gefällt mir eigentlich soweit ganz gut. Ist jetzt nicht wunderhübsch, ganz ehrlich. Wer macht sich denn so einen hässlichen braunen Flies? Also, ja, alles so hässliche Häuser hier. Ich möchte aber ganz ehrlich, ich muss da nochmal... Wir haben nur 3500. Das ist natürlich jetzt nicht die Welt. Aber... Haben wir denn hier ein Schlafzimmer? Schlummer-Turbo-Steuerung. Alles viel zu teuer. Der ganze Krempel, was brauchen wir nicht. So, ich kann das Zimmer kaufen. Brauche ich aber nicht. Pass auf, nee, wir machen das händisch. Wir machen das manuell. Viereckiger Raum, diagonal. Oh, das ist ja auch nice. Was ist das? Rundplatte, flach L-förmig. Lalalala.
flaches Achteck. Okay, wir müssen aber was anderes bauen. Würde ich jetzt gerne machen. Ich platziere hier einfach mal... So, hier muss es sein. Ihr wisst ja schon, was hier kommt. Was hier kommt, kommt prompt. Oh, das war aus dem Lied, glaube ich. So, ich glaube, das reicht schon, ne? Hier Deckenhöhe natürlich ranzig. Ach, das macht er überall ranzig. Ah, schade, ich dachte, ich kann vielleicht nur von dem hier ranzig machen. Puller-Alarm. Puller-Alarm. La 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 Puller-Alarm. La 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 Puller-Alarm. So, kann ich da denn eine kleine, ein kleines Treppchen bräuchten wir da? Ein kleines Treppchen. Modernes, schwebendes Treppenhaus. Ich glaube, das sieht hässlich genug aus. Pullalalala. Hört sich echt an wie Pullalala. Huch, wollte ich gar nicht. Verdammt, jetzt habe ich vergessen, wie man rotiert. Das wäre jetzt gut zu wissen. Er geht nicht, da bricht er einfach ab. T ist top. Gut zu wissen. U ist die Wandhöhe. Verdammt, willst du mich verarschen? Huch! Nein! Jetzt bin ich gerade aus dem Spiel geflogen, weil ich irgendwas gedrückt habe. Das ist ja super, das wollte ich gar nicht. Ich gehe schnell wieder rein. Ey, das ist mir peinlich. So, da sind wir wieder. Das gibt's doch gar nicht. Ich wusste das doch alles. So, kann ich Stockwerke wechseln? Sag mal, die Musik, ne? Ich habe das Gefühl, dass ein Bug bei Sims, wenn man aus Versehen raustappt, dass er die Musik einfach weitermacht. Ich bin mir natürlich nicht sicher, ob das gewollt ist gerade. Alter, die Musik. Hilfe! Die Musik! Okay, das ist natürlich zu nah eigentlich an der Wohnung dran, aber egal, das kriegen wir schon hin. So. Ich schaue nochmal ganz kurz, haben wir hier eine Stahltür? Haben wir hier eine Stahltür? Himmel, Herrgott, nochmal ist es laut. Eine Stahltür gibt es nicht. Ich glaube, ich muss gleich nochmal aus dem Spiel raus. Da muss ich leider gleich die Folge nochmal beenden. Alter, ist es schon wieder so laut. So, das passt doch. So. Fenster. Ja, na gut. Fenster. Nee, Fenster gibt's nicht. Nee, Fenster brauchen wir nicht. Alter, die Musik, ne? Ah, ich hab's genau gewusst. Verdammt, auch Retro ist ja süß. Ja! Boah, wie geil! Nein! Mann, ich will die Retro-Musik! Ich will die Retro-Musik! Ich will voll die Retro-Musik haben!
glaube, das mache ich mal aus für nächstes Mal. Alter. So, pass auf, den Rest der Folge machen wir ganz kurz. Silence. The game. The game. Silence. Silence, I kill you. Wenn wir das jetzt hier vielleicht doch zentral machen. So, vom Sound her passt es auf jeden Fall. So, dann sieht es ein bisschen schöner aus. Darum geht es hier natürlich überhaupt nicht. Ein Schornstein kriegt das Ding nicht. Vielleicht einen dicken Baum davor, damit man es nicht so sieht. Ja, warum nicht? Muss ja auch keiner sehen, die Schande hier. Und ansonsten brauchen wir da, glaube ich, nix. Ich glaube, da gehen wir nochmal ins Zimmerchen. Hallo, wieso kann ich denn hier den Stock runter? Achso, ich will gar nicht Stock runter, ich wollte hier. So, jetzt haben wir hier ein Zimmerchen. Und in dieses Zimmerchen brauchen wir natürlich ein Bettchen. Ich würde sagen, ein sehr teures, natürlich koboldabwehrendes Bett. Genau, das ist das Richtige. Obwohl, wenn das koboldabwehrend ist, kann er selber nicht drin schlafen. Ist schwierig. Haben wir so ein Feldbett oder sowas? Oder eine Luftmatratze oder irgendwie so? Sieht hier irgendwas aus wie ein Feldbett? Das wäre für Tränenmond irgendwie besser. Lalala. Einzelbett Teenie-Träume würde natürlich auch noch passen. Tinnitus-Träume, die Erhöhung. Das ist alles viel zu teuer. Einzelbett mit Stauraum. Ich glaube, es hackt 1400. Ja, Prinzessin Cordelias Einzelbett. Ganz schön wenige Betten eigentlich, ne? Muss man mal auch mal feststellen. Tarnfarben haben wir ja nicht. Nehme ich mal ditte hier. Koboldabwehrendes Bett. Guck mal, das reicht doch. So, das haben wir. Und außerdem brauchen wir noch, gut, vielleicht ein Bild kann man ja gönnen. Man kann ja ein Bild gönnen. Ich weiß noch nicht genau was. Es muss auf jeden Fall irgendwas total Brutales sein. Zum Beispiel das Poster Teenager-Idol. Aber das hatten wir ja auch schon. Fanposter einfach Justin. Nee, das passt überhaupt nicht. Eigentlich schon, aber eigentlich nein. Vielleicht Dinosaurier? Ich weiß es gar nicht. Das ist sehr schwierig. Zeitgenössische Aquarellen. Nee. Babyhäschen hatten wir auch schon. Babykäfer, Babybild. Ein Elefant oder ein Dinosaurier. Ich bin mir nicht sicher. Messlatte wäre vielleicht ganz gut. Weil ich bin nicht groß. Aber so richtig trifft's hier nichts, oder? Fußballposter. Kick ihn, Sally. Kick it like Sally oder was? Druckset Vögel an einem... Vögel von einem Schlag. Das würde sogar passen. Das hat er wahrscheinlich mal selbst gemalt, kurz bevor er abgelehnt wurde an gewissen Institutionen. So, das kann ich ihm sogar übers Bett hängen. Never forget, sozusagen. Dann haben wir das. Licht bräuchten wir vielleicht auch noch. Natürlich ein ganz spärliches. Haben wir irgendeine alte Rübenfunzel. Ich schau mal eben, das sieht doch ganz gut aus. Grelle Lampe, nackte Wahrheit. So, sieht schon mal wunderschön aus. Das Bett, naja gut, das ist nicht spärlich genug leider, aber da gab es keine Alternativen. Ansonsten, Menschen müssen ballastlos werden. Auch böse Menschen gehen kacken. Der Botschafter. Nehme ich natürlich. Oder in hier schön in stylischem Armeegrün. Ja, das sieht doch richtig gut aus. So. Und auf der anderen Seite braucht er sonst noch irgendwas hier? Ich weiß es gar nicht. Ah ja, einen Spiegel braucht er auf jeden Fall. Eigentlich ja so einen, aber den kriegen wir natürlich jetzt nicht freigeschaltet. Der braucht einen Spiegel. Vielleicht hier in so einem stylischen Grau. Der kommt dahin. Den braucht er auch. Und ansonsten, ich weiß gar nicht, was er auf die andere Seite noch braucht. Badewanne und so, naja, pipapo. Blumen. Nee, Blumen, nee. Sehe ich nicht.
Enthält neue Objekte, lalala, das ist natürlich traumhaft. Ein Teppich brauchen wir nicht unbedingt. Ein Fenster wäre vielleicht noch, also ein Fenster kann man ja mal gönnen, oder? Guck mal, ein Fenster tags. Nee, kann man nicht gönnen. Nee, habe ich vergessen, die Funktion dieses Raumes ist ja eine andere. Da können wir leider kein Fenster einfügen, das tut mir echt leid. Ansonsten schaue ich mal hier nochmal ganz kurz. Regale, nee, haben wir vielleicht einen Spielzeugpanzer? Nur mal so geguckt. Haben wir wahrscheinlich nicht. Wieso gibt es denn bei Sims keine Spielzeugpanzer? Das verstehe ich nicht. Brotdose haben wir. Bücher, lalala. Nee, die Bücher wurden ja alle verbrannt. Die kann er ja nicht haben. Obwohl, er hat bestimmt welche behalten. Antikes Kanalboot. Dann haben wir hier lalala. Aber es gibt keinen Panzer. Geschmückte Pinnwand würde eigentlich gehen. So, vielleicht dahin, dann können wir theoretisch noch einen Schreibtisch dahin machen, den aber nicht nutzen kann, weil es hier zu eng ist. Okay, ansonsten brauchen wir, glaube ich, nichts, ne? Kindermöbel. Was ist das denn? Nachttisch Traumland, Bücherregal, Wiegemann im Mond. Nee, das ist alles nicht so. Fensterbehänge. Vor die Tür kann man nichts hängen, das ist natürlich eigentlich schade. Hallo? Ah, hier, für seine Präsentation kann er sich so ein Ding nochmal drüber hängen. Ist wie ein Beamer, nur ohne Beamer, sozusagen. Ich glaube, das reicht aber, oder? Ich meine, was braucht man denn noch mehr? Er hat ein Bett, er hat sogar Luxus-Items, wie zum Beispiel diese Toilette-Pinnwand. Da braucht man doch eigentlich sonst nichts. Es gab Leute, die hatten sehr viel weniger zu dieser Zeit. Die hatten erst mehr und dann plötzlich sehr viel weniger, nachdem ihnen alles gestohlen wurde von gewissen Gruppierungen, sage ich mal. Ja, so eine Staffelei, weiß ich nicht. 350. Nee, kriegt er nicht. Da kauft sich der Kunibert lieber eine Gitarre, ganz ehrlich, da haben wir mehr von. Da kaufe ich dann hier lieber doch mein Instrument. Lalalala. Wo waren das? 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 Esszimmer? Lalalala. Schlafzimmer, das war hier. Oh, das ist eine Violine. Wunderkind-Geige. Ja, wir müssen die Geige. Da müssen wir nochmal gucken, dass die Tränenmond vielleicht von der Gitarre ablässt, weil es gibt ja Geigen. Die spielt ja hauptberuflich Arschgeige. So, da haben wir auch eine Geige. Und hier haben wir die Akustikgitarre Plim Plim für 600. Ist zwar teuer, aber die hat der Kunibert halt auch immer dabei. Das ist ja sein Baby sozusagen. So, haben wir hier auch einen Esstisch eigentlich? Doch da, okay. Wieso ist da keine Tür zwischen? So, egal. Na gut, ich würde sagen, dann schauen wir uns in der nächsten Folge mal die beiden neuen Schlömpels an. Jetzt haben wir den Haushalt ein bisschen erstellt und für Leute, die sich gefragt haben, was ich da draußen gebaut habe, das wissen natürlich Sims 3 Zuschauer, wissen das. Das ist natürlich der Bunker, in dem Adolf schläft. Der schläft nicht im Haus, der darf da nicht rein. Hier schläft der Kunibert und draußen schläft der Adolf in seinem kleinen eigenen Bunker. Deswegen, so muss der auch aussehen. Da gehört er hin und woanders darf er nicht. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.